Ja, servus, grüß und hallo, hier ist euer Krypto-Dennis mit dem neuesten Krypto-Update. Heute ist der 12.07.2021 und der heutige Content hat es wie immer in sich. Ja, ganz interessant, was ich gefunden habe. Ich werde es euch jetzt auch gleich zeigen bei Bitcoin. Und nach Bitcoin habe ich noch unseren Ethereum Short Trade. Ja, bleibt also dran. So Leute, hier sind wir bei Bitcoin und ja, wenn ihr schon länger dabei seid, wisst ihr, warum ich denke, dass wir mindestens die 20k sind. Und ich sage euch gleich, die 20k werden meiner Meinung nach nicht das Ende der Fahnenstange sein. Ich glaube daran und das zeige ich euch auch im Chart, was ich darin sehe. Ja, ich habe euch gezeigt, das Cup ohne Handle mit Ziel unter 24.000 bis 17.000. Ich habe euch das Bearish Butterfly gezeigt, mit dem Ziel sogar bis zu 6.000 runter, ja, oder sogar noch tiefer, ja. Ich habe euch jetzt hier dieses neue bullische harmonische Pattern, was ein Bullish Bat oder ein Bullish Gartle werden kann, ja, das kann man jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Das habe ich euch gezeigt. Und noch einige andere Dinge, wenn ihr mich, wie gesagt, verfolgt habt. Warum der Kurs unter 20.000 fällt. Jetzt zeige ich euch was, wo ich denke, ja, dass die 20k nur eine Zwischenstation sind. Und ihr werdet meiner Meinung nach, wenn ihr euch dafür interessiert, gerade für harmonische Patterns, wirklich verblüfft sein, ja. So, hier haben wir ja das Bullish Gartle bzw. Bullish Bet. Je nachdem, ob es jetzt das 0786er beim Bullish Gartley oder das 886er hier bei dem Bett, ja, da seht ihr, dass wir hier die 10.000 ankratzen würden. Und ich zeige jetzt euch, warum es wirklich so kommen kann. Ja. Aus Übersichtsgründen mache ich den hier mal weg. Ja. Schalte auf den Log. So, jetzt muss ich das Ganze natürlich ein bisschen ziehen. So, und zwar, dann nehme ich noch hier den RSI mit rein. Ich tue gerade mal den Storing löschen. So, dann habe ich mal auf den RSI geguckt und mal geschaut, gut, wo sehe ich da Ähnlichkeiten, ja? Und hier, dieser Bereich hier, ja, dieser Bereich ähnelt im RSI jetzt dem Anfang diesen Bereiches, meiner Meinung nach, ja? So, und wenn wir hier mal hingucken, was beim Levelgrad der RSI ist, der ist etwa bei 43, sehen wir, wenn wir jetzt mal hier rüber gehen, hier hat er einen starken Support, hier einen starken Support und auch in der Vergangenheit. So, was könnte ich mir jetzt vorstellen? Und jetzt zeige ich euch ein vergangenes harmonisches Pattern, und zwar ein Bullish Bet. Ja, und zwar, wo bist du, mein Freund? Hier. Ich setze dich hier an. Man nehme diese Spitze, geht runter hier, geht dann wieder hoch und geht dahin. Ich muss natürlich dazu sagen, das ist war schon bei dem Bearish Butterfly so, im Logchart funktionieren die Fibs hier nicht. Ja, ich habe sie nachgemessen und die passen perfekt zu einem Bearish Bet. Das könnt ihr auch, wir sind im Monat, im Wochenchart hier bei vor dem Corona-Dump hier diese Formation. Ja, und da das ein bullisches harmonisches Pattern ist, sieht man, wie schön der Bounce hier war und wie es nach oben ging nach dem Corona-Crash. So, und zwar, jetzt gucken wir uns mal den RSI an. Und ihr seht ihr, hier unten angefangen, unten im überverkauften Bereich,
Wir gingen hoch in den überkauften Bereich, dann geht's runter mit einer Korrektur und jetzt schaut euch an. Der Bereich hier von 41,42. In diesem Bereich sind wir auch in etwa. Ja. So, und jetzt, ich habe ja darauf spekuliert, dass mir hier wahrscheinlich noch, wenn ihr euch an das Bearish Butterfly erinnert, ich nehme es später nochmal kurz rein, wo ich sagte, gut, wir können jetzt hier nochmal die D anfangen. Das war Punkt D, dass wir hier in diesem Bereich nochmal kommen. Ja, und das wäre meiner Meinung nach hier dieser Rebound hier hoch. Dieser, den wir hier auch als C nehmen, ja, hier bei dem bisschen bullischen harmonischen Pattern, bevor es dann richtig nach, und es muss nicht ein Crash wie hier sein, aber bevor es dann nach unten geht, ja, dann haben wir hier ein schönes harmonisches Pattern, das bullisch Bett hier, ja. Und hier könnte das ähnlich sein. Wir könnten jetzt hier könnten, wie gesagt, das sind alles Wahrscheinlichkeiten. Wir könnten hier einen Rebound nach oben sehen. Hier vielleicht auch in diesem Bereich. Ja. Bevor es dann richtig runter geht hier. Ja. Und das wäre, jetzt muss ich gerade wieder umschalten. Hier. Wir würden von hier nach oben bouncen. Würden hier die D.D. des Bearish Butterfly, beziehungsweise, wie eben gezeigt, das Bullish Bett beziehungsweise Bullish Gartley hier ja hier vollenden, indem er in diesem Bereich geht, bevor es dann hier nach unten geht. So, und meiner Meinung nach können sich das Ganze hier jetzt wiederholen. Wie gesagt, wir sind hier meiner Meinung nach hier in diesem Bereich hier, der Bereich könnte dieser Bereich jetzt sein. So, das heißt, wir sehen vielleicht noch einen Rebound, vielleicht wieder einen Rebound nach oben, bevor es dann richtig zu einem fetten Abverkauf und in den Bärenmarkt geht. Aber nach jedem Bärenmarkt folgt ein Bullenmarkt. Und das hat man hier gesehen, wie viel Kraft hier dieses harmonische Pattern hat, wie es nach oben geht. Und sowas, so eine fette Reaktion, könnte ich mir auch vorstellen. Das hier ist das 0886er Fibonacci. Die X zu A ist dann das 0886er. Jetzt nehme ich mal das andere Pattern mit rein. Ja, dazu mache ich den Logchart wieder aus, gehe zu meinen harmonischen Patterns und da seht ihr, hier ist nur das 0786er. Gehen wir wirklich wie hier das 0886er an, dann haben wir etwa 10.700 Dollar. Und meiner Meinung nach, das wäre nämlich dann das Bullish Bet. Und das heißt, die Geschichte wird sich hier einfach wiederholen. Das heißt, wir könnten wirklich von 10.000 in etwa oder 11.000 in diesem Bereich einen fetten Rebound und damit einen neuen Cycle erfahren und richtig dann diese Kurse sehen, was jetzt im Moment die ganzen oder viele YouTuber sehen, und zwar über 100 bis 200, 300.000 Dollar. Man merke aber, wir sind im Weekly Chart, ja. Das Ganze kann noch wirklich ewig dauern, ja. Aber ihr seht mal, es kann sich wirklich alles wiederholen und meiner Meinung nach, das macht sogar Sinn, ja. Ich habe erst das hier gefunden und das dann nachträglich im Zusammenspiel mit dem RSI hier, weil ich hier Parallelen sehe, ja. Und ich hoffe, ja, mit meinen ganzen Wahrscheinlichkeit oder meine ganzen TAs, wo ich jetzt euch präsentiert habe in den letzten Wochen. Ich will mich nicht hier als Gegensatz von einem Moonboy hinstellen, ja. Das heißt im Prinzip so ein Permabär, ja. Aber ich kann es nicht einfach weglassen, wenn mir sowas in die Hände fällt. Ich muss es euch mitteilen und das Ganze ist realistisch. Guck mal, wir haben von 3.000, von 3.600 einen fetten Cycle auf knapp 65.000 gehabt. Es ist klar, dass eine Korrektur kommt, ja? Und die könnte wirklich so aussehen mit einem schönen bullischen harmonischen Pattern, am besten das Bullish Bett, bevor es dann hier wirklich fett in einen neuen Cycle geht, ja? Das würde ich uns allen wünschen. Das wäre wirklich gesund und das macht auch meiner Meinung nach alles Sinn. Wenn ihr wissen wollt, was ich alles gefunden habe, dann schaut euch bitte die letzten Videos an. Es waren jetzt nicht jeden Tag Videos, ja, weil ich bringe euch nur Videos, wenn ich
meint, was gesehen zu haben oder was wichtig ist oder ein Trade und sowas, ja, schaut euch einfach die letzten Videos an, die letzten paar Videos an, dann wisst ihr auch, von was ich rede. Ich bin bearish eingestellt, aber wirklich richtig bearish, ja. Wie gesagt, wir können noch mal hier oben einen Rebound sehen, hier in den 50.000er Bereich, hier oben irgendwo hin, ja, an die D, an, ja, jetzt hier an die C. Ich mache mal kurz den Schmetterling wieder rein. So, da ist nochmal das Bearish Butterfly. Perfekt, aber wirklich, ach, perfekt hat er die Punkte angefahren, ja, diese Fips und alles. Und das meine ich mit Punkt D. Er könnte noch mit diesem Bereich da oben anfahren, bevor es dann wirklich nach unten Richtung 10.000 geht. Ja, am Anfang sagte ich gut, wir können bei 20.000 bouncen, könnten wir natürlich immer noch, aber ich habe jetzt so viele neue Patterns gefunden, so viele harmonische Patterns, die das nicht so bestätigen. Ja, es wird weiter runtergehen, es wird unter 20.000 Dollar. Ihr werdet es nicht gern hören, ich werde vielleicht viele Hates bekommen, aber ich sage euch nur das, was ich sehe und ich sage euch die Wahrheit. Ich bin kein Moonboy. Und ich will euch nicht in irgendwo was reinführen, wo ich sage, gut, wir stehen jetzt in 2, 3 Monaten bei 400, 500.000 Dollar oder 300.000 Dollar. Das ist einfach nicht so. Ich bin Realist und realistisch ist, dass wir eine fette Korrektur jetzt sehen. Erstmal eine kleine Korrektur nach oben. Oder wenn es gleich runter geht, ist auch gut. Aber ich bin der Meinung, dass es jetzt, das Ganze hat sich jetzt so verdichtet, dass es jetzt wahrscheinlich wirklich nochmal eine Korrektur nach oben geben kann, bevor es dann richtig runtergeht. Das wäre, wie gesagt, nicht abnormal, denn die Kryptowährungen fahren nochmal gern hier bei den harmonischen Patterns Punkt D an. Ja, und wie gesagt, ich habe hier euch das im ISI gezeigt. Also, ich weiß nicht, wie, was ich noch machen kann, klar, ich will euch damit nur das zeigen, was ich sehe. Überzeuge, da wäre ich nicht besser als jetzt als viele andere YouTuber, ja. Aber ich bringe euch Fakten, ja. Und ihr seht es von Video zu Video, dass ich euch wirklich Fakten bringe, TA, reine TA bringe. Und ich hoffe, es fruchtet, ja. Ich würde hier nicht mehr fürs Hodeln einkaufen, ja. Ich würde hier nicht mehr einkaufen fürs Hodeln. Traden ist was anderes, wenn man kurzfristig long tradet, aber hier richtig einkaufen, fett einkaufen würde ich im Leben nicht. Im Leben lacht kein Gaul. Ich würde im Leben nicht einkaufen. Ja, wie man es auf Pelsisch sagt. So, schauen wir ganz kurz nochmal in die kleine Zeiteinheit, in den 4-Stunden-Chart. Und da habe ich ja einen Long Trade angekündigt, wenn er dieses Falling Wedge hier nach oben verlässt. Er hat es zwar nach oben verlassen, aber der Retest ist, wie ihr seht, fehlgeschlagen. Also hier ist nichts. Ich bin zwar noch in der Long drin, ja, das wisst ihr aber schon, ach Gott, jetzt schon viele, 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 viele Tage. Und ich bin auch der Meinung, dass wir hier noch einen Rebound nach oben sehen könnten. Deswegen bleibe ich Schritt. Aber warum soll ich nicht Zwischentrades machen? Mal einen Short, mal einen Long, ja. Und ja, ich bin immer der Meinung, sollten wir hier das hier knacken, diese Trendlinie, wird es hier nach oben gehen. Auf jeden Fall mindestens zu diesem Bereich, kurzfristig, wenn nicht sogar noch höher. Eine Short selber würde ich jetzt gar nicht eingehen, auch wenn ich sage, ich bin auf jeden Fall Short eingestellt. Ja, das werden vielleicht viele irgendwie nicht verstehen. Wenn ihr jetzt das Video angesehen habt, dann werdet ihr das verstehen, weil ich halt erstmal denke, dass es nochmal hochgehen könnte. Ja, und sollte er diesen Bereich hier brechen, dann ist es halt so, dann komme ich in den Stop-Loss hier unten und dann wird halt einfach eine Short eröffnen. Da geht es halt weiter, das Leben, ja. Wichtig ist, dass man Ende des Monats oder Ende des Jahres profitabel ist und das war bei mir bis jetzt immer der Fall gewesen. Bevor wir gleich kurz zu Ethereum kommen, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet, teilt es mit Freunden, Bekannten, ganz wichtig, abonniert den Kanal, wenn ihr den noch nicht abonniert habt und aktiviert auf jeden Fall die Glocke, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Des Weiteren trade ich über Bybit und Femex. Wenn ihr das auch machen möchtet, ja, meldet euch unter diesen Links an, da würdet ihr mich und den Kanal natürlich unterstützen. Und hier findet ihr die Telegram-Gruppen, um bei uns zu joinen. Einmal den Content Only von mir und die Telegram-Gruppe CryptoTalk. Wenn ihr Interesse habt, TA zu erlernen, dann schreibt mich in Telegram einfach an. Ich würde mich freuen, da bekommt ihr dann mehr Informationen. So, jetzt kommen wir zu Ethereum. So, und zwar der Ethereum-Trade. Ja, da sind wir kurzfristig hier in eine Long rein,
Also, das habe ich so gecallt. Der ist auch schön hoch, aber er hat hier eine kleine Bogenlampe gemacht. Und bevor wir hier ins Minus gerutscht sind, habe ich in Telegram gepostet: Achtung, ETH Trade, ich mache bei meinem Long den SL auf Einstieg, da die Gefahr einer SKS besteht. Ja, und hier haben wir dann, ist der SL gezogen worden. Ich bin 0 auf 0 raus, wie viele vielleicht von euch. Denn die Wolf Wave, das übergeordnete Pattern hier, ist natürlich noch aktiv. Und hat sich jetzt anscheinend eine SKS gebildet. Und das ist natürlich die Chance, hier die Short zu eröffnen, beziehungsweise zu vergrößern. Ich bin ja hier rein, habe hier schon Profite genommen und habe hier jetzt meine Short etwas vergrößert. Habe natürlich hier meine Stop-Loss auf Entry gemacht, ja, sodass ich nicht mehr ins Minus rutschen kann, falls er hier eine Bogenlampe nach oben macht. Das habe ich ja gecallt. 100% Ziel wäre komischerweise, warte mal, jetzt haben wir den Ausbruch ja hier. Wäre komischerweise genau hier das 100% Ziel des Rising Wedges. Aber wie gesagt, bleibt nicht gierig. Seid nicht gierig. Ich habe hier einen großen Take-Profit hier genau in der Mitte bei 1900 Dollar. Und dann warte ich ab, bis er das 100% Ziel dann erreicht. Und werde meinen Stop-Loss natürlich immer weiter nachziehen. Ja, ist doch eine geile Sache, auch für einen Neuanstieg. Ja, perfekt. Es sieht aus wie ein perfekte SKS. Und ja, mal sehen, was rauskommt. Er ist auf einem guten Weg, der Gute. Und wie gesagt, das erste Ziel ist natürlich von der Wolf Wave. Dieses Ziel hier, diese Linie, sagte ich ja, das ist das erste Ziel hier, bevor es dann zum 100% Ziel hier geht. So, das war's zu Ethereum. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und bleibt sauber, bleibt gesund. Wenn euch gefallen hat, bitte lasst ein bisschen Support da und wir hören uns dann vielleicht schon morgen oder übermorgen. Kommt drauf an, was dann passiert. Ich halte euch auf jeden Fall auf den Laufenden, auch in Telegram. Je nach Support eurerseits werde ich dann natürlich auch mehr posten. Ich wünsche euch schon einen schönen Abend. Euer Krypto Dennis von der Bullverse Base Academy. Ciao!